Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu meinem 23. Anfänger-Kurz-Tutorial. Hier in diesem Tutorial zeige ich euch ein bisschen was über Dynamics. Wir werden einfach in der Szene ein bisschen dynamische Elemente einbringen, das heißt realistische Bewegung. Und das geht relativ einfach. Und wie ihr wisst, ist das ja auch nur ein Kurz-Tutorial. Dementsprechend ist die Szene relativ simpel, aber eben auch schnell nachzubauen. Wir fangen am besten gleich an. Ich will mir jetzt für diese Szene erstmal zwei Ebenenobjekte in verschiedener Höhe. Ebenenobjekte befinden sich unter anderem hier. Einfach mit der linken Maustaste etwas länger draufdrücken und dann hier bei Ebene die Maus wieder loslassen. Ich ziehe mir das ein klein bisschen nach unten und dann nehme ich schon die nächste Ebene. Die werde ich jetzt auch ein bisschen verkleinern. Dafür wähle ich mir hier dieses Skalierwerkzeug. Und einfach in die Szene und verschiebt dann mit gedrückter linker Maustaste die Maus ein bisschen nach links. So sieht das dann erstmal aus. Als nächstes nehmen wir uns ein paar Grundobjekte. Ich nehme erstmal einen Würfel. Werde mir den auch über das Skalierwerkzeug ein bisschen verkleinern. Und die ganze Sache hier über den Anfasser nach oben ziehen. Kleines bisschen hier rüber noch. Als nächstes nehme ich mir noch einen Zylinder. Einfach wieder auf das Symbol hier klicken, gedrückt halten und bei Zylinder wieder loslassen. Wieder das Skalierwerkzeug verkleinern und auch etwas nach oben ziehen. Ich nehme jetzt, damit es ein bisschen aufregender aussieht, erstmal eine Kugel, die wir gleich ein paar Mal kopieren. Aber dafür werden wir diese erstmal auch verkleinern über dieses Verschiebewerkzeug an eine Position hier oben bringen und dann wählen wir hier einfach Steuerung C und V und damit haben wir das dann auch sofort kopiert. Das machen wir gleich noch dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Also wenn ihr einmal STRG C gedrückt habt, braucht ihr natürlich nur noch STRG V drücken. Und jetzt haben wir mehrere Kugeln. Wichtig ist, dass wir die jetzt natürlich auch auseinanderbringen, weil wenn wir das nicht machen, dann springen die nachher wegen diesem Dynamic Tags richtig auseinander. Ich demonstriere das auch an einem Beispiel ganz kurz. Und wir setzen die jetzt erstmal ein klein bisschen auseinander. Wir zoomen ruhig noch ein bisschen ran hier. Dann nehmen wir die nächste Kugel. Sie dahin. Nächster, bisschen darüber, wieder die nächste, noch ein bisschen darüber. So, bei der Kugel, achtet jetzt mal genau drauf, die werde ich jetzt einfach mal hier leicht in die andere Kugel reinragen lassen. So, den Grund zeige ich euch später, oder zumindest bei der ersten Animation seht ihr das dann auch. So, wir positionieren uns das jetzt wieder so ein bisschen. Als nächstes nehmen wir uns die Dynamic Tags. Und zwar geht das ganz einfach. Wir wählen einfach alle Objekte jetzt aus und mit der rechten Maustaste einfach auf eins der Objekte klicken. Mit der rechten Maustaste, wie gesagt. Dann auf Dynamics Tags und dann auf Dynamics Body. So, wenn wir jetzt die Animation starten würden, dann würden sich nach die Schwerkraftsimulation alle Objekte nach unten bewegen. Das möchten wir natürlich nicht. Ich zeige das ganz kurz, dass das jetzt so passieren würde. Genau. Wie ihr hier jetzt nochmal seht, wenn ihr genau darauf achtet, das sind die beiden Kugeln, die jetzt übereinander oder leicht ineinander ragen. Seht ihr? Die fallen dann halt auseinander. Wenn ihr die Kugel noch weiter oder dichter zusammen packt oder alle Kugeln, dann fliegen die sozusagen alle in alle Richtungen, weil das halt über dieses Dynamics automatisch berechnet wird und das wollen wir natürlich nicht. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Okay, wichtig ist jetzt, wir möchten ja, dass die Ebenen auf der Position bleiben. Dafür wählen wir uns jetzt beide Ebenen aus. Genau. Oder besser gesagt, wir wählen hier diese Tags aus, einfach hier raufklicken und dann mit gedrückter Shift-Taste das nächste Tag auch aussuchen. Und dann gehen wir auf Dynamics. So, hier ist wichtig, momentan ist er dynamisch an.
Das müssen wir auf All ausschalten. Und wenn das jetzt aus ist, dann behalten die sozusagen ihre Position, berechnen aber trotzdem alles, was mit dynamischen Kräften sozusagen jetzt zu tun hat. Wenn wir jetzt diese Animation starten, dann werdet ihr sehen, fallen die natürlich bis hier runter. Sieht natürlich alles noch ein bisschen träge aus und da lassen sich natürlich sehr, sehr viele Sachen noch einstellen und wir werden jetzt ein bisschen was noch verändern, aber das soll für die ja, kurze Einweisung reichen. Wir markieren einfach jetzt meinetwegen ja, erstmal alle und ja, schon wieder der gleiche Fehler. Wir werden alle Tags natürlich auswählen und dann gehen wir auf Kollision, also im Attributemanager auf Kollision und werden hier bei Elastizität zum Beispiel mal 125 eintragen. Die Reibung meinetwegen auch noch ein bisschen runtersetzen, aber nicht zu weit. Und wenn wir jetzt hier über diese Zeitleiste dann nochmal die Sache starten, dann sieht das schon ein bisschen spannender aus. Genau, wer die Animation ein bisschen länger haben will, der braucht hier nur den Eintrag hier unten etwas ändern. Also einfach nur markieren, macht dann eine 200 raus, drückt Enter und dann habt ihr schon eine wesentlich größere Zeitspanne. So, schauen wir uns das nochmal an. Genau, so sieht das erstmal aus. Wie gesagt, ihr könnt natürlich hier Sachen ändern und lustige Sachen halt auch machen. Ihr könnt beispielsweise jetzt, ihr könnt bei einer Kugel mal den Elastizitätswert richtig hochsetzen, meinetwegen auf 200 und dann seht ihr auch schon, der fällt zwar runter, aber entsprechend seht ihr ja, springt er natürlich immer höher. Na gut, das soll erstmal reichen. Wie gesagt, wenn ihr kompliziertere Sachen mal haben wollt oder so, schreibt mir ruhig und ich schaue mir dann mal an, was ich dann machen kann. So, und wie immer zum Schluss ein kleiner Tipp. Wenn ihr zum Beispiel gar nicht möchtet, dass eine Kugel sofort dann fällt, sondern erst bei einer Kollision oder bei einer Berührung sozusagen, dann lässt sich das natürlich auch einstellen. Momentan, auch bei dem vorigen Beispiel, war das ja so eingestellt, dass die Grundobjekte sofort runterfallen. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Fallen sozusagen direkt beide gleichzeitig runter. Ups. Und wir möchten ja, dass diese Kugel jetzt erstmal stehen bleibt. Dann wählen wir diese Kugel aus. Hier und noch besser ist natürlich, wenn wir direkt das Tag auswählen. Und beim Attributemanager können wir dann einstellen bei Dynamics hier Auslösung statt sofort bei Kollision. Wenn wir das eingestellt haben und dann die Sache nochmal starten, dann sehen wir auch schon, wird ausgelöst erst, wenn die andere Kugel diese Kugel berührt. Ich zeig das nochmal. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial wieder einigermaßen gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über positive Bewertungen und ja, freue mich natürlich auch, wenn ich euch das nächste Mal wieder bei einem anderen Tutorial antreffe. Bis dahin, ciao.